So, heute ist Mittwoch, der 28. Juli, 21.25 Uhr. Und mir ist gerade ein kleiner Durchbruch gelungen. Ich werde das Video so kurz wie möglich halten. Und zwar habe ich das Auto gefunden, was mich immer gangstalkt. CW Fotobuch SP420. Ich weiß nicht, zu wem es gehört. Hier, zu dem Haus hier oder zu dem Haus hier. Ja, auf jeden Fall hab ich gerade gemerkt, dass meine Überwacher sehr nervös wurden. Also scheine ich ja auf der richtigen Spur zu sein. Und ja. Irgendwie, deswegen dachte ich, ich dokumentiere das mal. Zwar bin ich jetzt hier. Hier ist der Sülbecks Weg. Wie gesagt, das Auto reicht ja auch schon, aber trotzdem. Und hier ist die Ravenstraße in 37574 Einbeck, Deutschland. Es würde auf jeden Fall so Sinn machen, alles. Bei mir hat man nämlich auch gesagt, diese Körperchips haben nur so eine begrenzte Reichweite quasi wie mit Bluetooth. Das heißt, es würde schon Sinn machen, dass die Geheimdienste da irgendwie in unmittelbarer Nähe wohnen, um dann halt quasi ja mich zu foltern, die Implantate auszulesen, während die sich ein schönes Leben machen. Auf jeden Fall, eben sind meine Überwacher nervös geworden, weil wo ich das Auto wiedergefunden habe. Das CW-Fotobuch-Auto. Ich hab's, konnte es leider immer nicht abfilmen, weil die immer so schnell um die Ecke geschossen kommen, die Überwacher. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich es dokumentiert. Ja, das Nervöswerden habe ich gemerkt, die Folter hat auf einmal aufgehört und vielleicht programmiert man mich auch nur so, keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich jetzt langsam. Aber man weiß schon, wer irgendwie ein Überwacher ist und was Gangstalker-Autos sind, weil man merkt es an der Reaktion von den Leuten. Und wenn die einen nicht angucken können oder nur auf den Boden gucken oder so, dann weißt du schon, da stimmt irgendwas nicht. So, zum Beispiel, so, wie gesagt, ich werde mich verabschieden. Und die sagt, ich wohne ja auch nicht weit. Gleiwitzer Straße 9, Ravenstraße da hinten, ein paar Häuser weiter. Die sagt mir auch, egal, ob ich Anzeigen kassiere oder was weiß ich, ich habe eh alles verloren durch diese Geheimdienstwichser. Aber das werden die nicht machen, weil die selber wissen, die schneiden sich ins eigene Fleisch, weil dann kommt das an sich, dass die alle da für die Geheimdienste arbeiten hier. Und dann, also die sind ja auch nicht doof. Ja, wie gesagt, ich habe keine Namen genannt, ich habe nicht gesagt, ich habe ja nur gesagt, da steht ein Auto und so. Na, mir soll es auch egal sein, mittlerweile ist mir alles egal. So, das war's. Ich gehe jetzt wieder in die Folterkammer. Auf jeden Fall, wenn dieser Typ da für den Geheimdienst arbeitet, dann wäre das echt schon unverschämt, weil die machen sich ein schönes Leben, schöne Autos, schönes Haus. Und ich darf hier in dieses viel zu kleine, für Untermenschen gemachte KZ hier rein, mich zusätzlich noch elektromagnetisch foltern lassen. Ja, jetzt höre ich ein Geschluchze, ja. So ist es doch. So ist es doch. Nee, ich habe echt die Schnauze voll. So, wie gesagt, ich lasse mich jetzt wieder foltern. Und das ist auch so eine Sache, diese Zeit, die ich in dieser Drecksbude hier leben muss. Diesen teilweise beschissenen Nachbarn auch. Das ist auch wieder Zeit, die kriege ich nie wieder. Nee, das kann nicht sein. An mir macht man sich ein schönes Leben. Und ich darf hier so im Dreck leben. In diesem viel zu klein geratenen Haus. Ihr habt es ja gerade selber gesehen, wer die Geheimdienste sich selber. Das ist ein schönes Leben. Auf meine Kosten als alles Übermenschen machen. Wo geht denn sowas? So. Ah, scheiß Wichs hier. So. Macht's mal gut, alle Mann.